Hallo und herzlich willkommen zum Empowered Life Podcast. Dein Podcast für ein freies, echtes und kraftvolles Leben. Dieser Podcast ist für alle, die denken, da ist noch so viel mehr in meinem Leben, das gelebt und ausgedrückt werden will und wofür ich jetzt losgehen will. Es geht hier um die Themen Empowerment, Bestimmung und wie du ein freies, leidenschaftliches und selbstwirksames Leben führst. Herzlich willkommen. Ich bin Heike Dittmers, Mindset- und Empowerment-Coach. In dieser Folge geht es um die Kraft von Human Design. Human Design ist dein Blueprint für deine authentische Kraft. Du erfährst in dieser Folge, was Human Design überhaupt ist, warum Human Design dich dabei unterstützt, deine Talente und Fähigkeiten zu leben, aber auch beleuchtet, wo du dir im Weg stehst, auf welche Art und Weise Human Design dir helfen kann, dein wahres Selbst zu leben und warum Human Design ein Fahrstuhl ist und kein Rollator. Ich selbst arbeite seit 2 Jahren mit Human Design und finde, es ist ein wirklich sehr hilfreiches Tool, weil es dich dabei unterstützt, dich noch mehr mit deiner eigenen Wahrheit zu verbinden und die auch besser zu verstehen. Und wirklich den Verstand und das Denken vom Podest zu holen und die Aufmerksamkeit von außen wieder mehr ins Innen zu holen. Aber erstmal, was ist Human Design überhaupt, wenn du noch nie was davon gehört hast? Human Design ist gerade relativ populär, ich glaube, weil wir schon länger eigentlich fühlen, dass unsere Weisheit irgendwie mit dem Körper verbunden ist, aber bisher nicht so richtig viele Antworten darauf hatten. Human Design gibt dir da richtige Tools an die Hand, wie du einfach nicht nur sagst, ja, hör mal auf deinen Körper, hör mal auf deinen Bauch, sondern es ist wirklich dezidiert zu gucken, für wen gilt eigentlich was, weil nicht für jeden gilt dieses Hör auf deinen Bauch. Also Human Design unterscheidet da zwischen unterschiedlichen Typen. Das werde ich gleich nochmal näher erklären. Aber im Grunde ist unser Leben ja eine Aneinanderreihung von Entscheidungen. Und je mehr wir diese Entscheidungen im Einklang mit uns selbst treffen können, umso erfüllter werden wir. Und Human Design geht eben auch darüber hinaus, zu sagen, hör auf dein Bauchgefühl oder achte auf deine Gefühle, sondern differenziert da nochmal genauer. Denn das Hör mal auf deinen Bauch oder achte auf deine Gefühle gilt im Human Design nicht für jeden Typ. Da wird unterschieden. Das ist super spannend. Human Design ist ein System aus der Metaphysik, das von Ra Uruu ins Leben gerufen wurde. Es ist eine Synthese aus verschiedenen Wissenschaften und Traditionen und vereint das I Ching, die Chakra-Lehre, Kabbala, Astrologie und moderne Quantenphysik miteinander. Es zeigt dir anhand deines Charts, das ist so eine Körpergrafik, deinen speziellen individuellen Typen und anhand dieses Charts kann man genau sehen, wie du deine Energie am besten einsetzt. Human Design ist ein Experimentiertool. Das bedeutet, es ist dazu da, dass du selbst Erfahrung damit sammelst. Also du bekommst eine Roadmap an die Hand mit deinem Human Design und dann geht es darum, für dich auszuprobieren und das ist ja wieder diese Selbstreferenz, dass du dann wieder anfängst, dich auf dich zu beziehen und sagst, hey, das stimmt für mich nicht. Und das ist auch das, was ich meinte am Anfang, dass Human Design ein Fahrstuhl ist und kein Rollator, weil ich das auch immer wieder mir das begegnet, dass Leute sagen, ja, ich habe ja dieses Design, bin zum Beispiel Projektor, da erzähle ich gleich nochmal ein bisschen was tiefer zu. Und Projektoren gelten als Nicht-Energietypen, die einfach anders, besser ihre Energie verwenden. Und dann wird gesagt, dann kann ich keinen Sport machen oder dann kann ich aufgrund meines Designs bestimmte Dinge nicht tun. Das ist so ein bisschen diese Opferhaltung, die Hilflosigkeit. Ja, ich habe dieses Design, dann kann ich bestimmte Dinge nicht tun. Und dafür ist es nicht da. Also Human Design ist nicht dafür da, dass du es als Ausrede nutzt,
sondern Human Design ist wirklich dafür da, dass du es als Tool nutzt, mehr in deine Kraft zu kommen und authentischer deine Wahrheit zu leben und voll zu dieser Einzigartigkeit zu stehen, die dich ausmacht. Und dazu noch mal eine Bemerkung am Rande. Ich bin ja ein Fan von David Goggins, das ist so ein Navy Seal. Und darüber mache ich auch noch mal eine Folge, weil ich mal bei ihm so eine Challenge mitgemacht habe, wo man über 70 Kilometer an einem Wochenende gelaufen ist, immer im 4-Stunden-Takt. Und David Goggins zum Beispiel ist, ich würde sagen, Mindset-Experte, aber er ist eben auch Projektor und hat, ich glaube, ich habe mir mal seinen Chart angeguckt, ich glaube, er hat 2 definierte Zentren. Also insofern, Human Design ist nicht dafür da, dir eine Ausrede an die Hand zu geben, sondern dir den Schlüssel für deine Kraft in die Hand zu geben. Human Design zeigt dir ziemlich genau, wie du Energie gewinnst und wo du Energie vergibst, und es erinnert dich daran und hilft dir, deine wahren Stärken zu leben. Und vielleicht kennst du das auch. Es gibt so, also wir haben zum Beispiel bei uns in der Familie 3 verschiedene Human Design Typen. Ein Projektor, ich bin Generator und mein Partner ist MG. Und es hat so geholfen zu verstehen, dass wir einfach alle anders gehören, ja, und auch andere Stärken haben. Und dann auch bei bestimmten Dingen zu sagen, ja, zum Beispiel ein MG, also manifestierender Generator im Human Design, das ist dieser Typ, der sehr viel Energie hat. Bei denen ist es so, dass die dann abends irgendwann werden die müde und dann schlafen die sofort ein. Ja, das passiert voll oft. Voll ausgepowert und dann, ja, gute Nacht, 10 Minuten später schläft er. Und ein Generator, der soll sich auch ausruhen, das ist auch wichtig, aber der hat halt viel Energie und kann dann auch mal abends noch voller Energie sein, gerade wenn der nicht so viel Sport gemacht hat oder so, ja. Und da zu verstehen, dass es einfach unterschiedliche Energietypen gibt, die anders unterschiedlich funktionieren, ist halt super, super hilfreich. Also im Human Design gibt es diesen Chart, den Human Design Chart, wo dein Typ berechnet wird. Und dein Profil, das bedeutet deine Lebensrolle, dein Archetyp. Und dann sieht man eben anhand deiner Geburtszeit, deiner exakten Geburtszeit, welcher Typ du bist und welches Profil du hast und ganz viele verschiedene wichtige Elemente, anhand derer man dann eben sehen kann und auch beraten kann, wie du gut deine Energie verwenden kannst. Es gibt eine unbewusste Seite von deinem Chart, das zeigt dann, wie andere dich wahrnehmen. Und es gibt die bewusste Seite, das sind viele Dinge, die dir schon klar sind. Dann gibt es die unterschiedlichen Typen. Insgesamt gibt es 5 verschiedene Typen, die sich, man sagt, in der Aura, also in der Energie, die sie haben, unterscheiden. Und die unterschiedlich funktionieren. Und da werde ich jetzt mal ein bisschen was zu erzählen und dir auch ein paar Tipps an die Hand geben, die dir helfen, die Energie von deinem Typ gut einzusetzen und dich mit, man sagt, dieser Signaturemotion deines Human Design Typens zu verbinden. Die größte Gruppe der Human Design Typen machen die Generatoren aus. Das sind ungefähr 35% der Bevölkerung, also ein Großteil der Bevölkerung. Deshalb sind viele Menschen auch darauf konditioniert, Generator zu sein, auch wenn sie einen ganz anderen Energietypen haben, weil eben so vorausgesetzt wird, dass alle gleich funktionieren können und auch sollen, was oft gar keinen Sinn macht. Und Generatoren sind eben mit die am stärksten vertretene Gruppe der Human Design Typen. Als Generator ist dein, man nennt das sakrales Zentrum definiert. Das heißt, du hast sehr viel Energie und sehr kostbare Energie. Und das ist wirklich wie so eine Rennlimousine mit ganz viel PS. Also du bringst super viel PS auf die Straße, wenn du sie richtig einsetzt. Als Generator ist es total wichtig, auf deine Strategie zu reagieren. Also die Strategie ist sozusagen das, wie wir auf das Leben reagieren. Und als Generator ist deine Strategie, dass du antwortest. Du siehst irgendwas und bekommst dann den Impuls, etwas zu tun. Im Gegensatz zu
du initiierst aus dir heraus. Ja. Du bist nicht dafür gemacht, aus dir heraus zu sagen, oh, ich will jetzt dies machen oder das. Du bist dafür gemacht, wirklich deine Umwelt wahrzunehmen. Du gehst ja sowieso sehr offen durch die Welt und dann zu sehen, ah, da ist irgendwas. Und darauf reagierst du und bekommst einen Impuls. Und das ist ganz wichtig für dich, dann im Einklang mit der Autorität zu handeln. Das bedeutet, dass du erst wartest, kommt was in mein Leben, wo ich sozusagen mein sakrales Zentrum anspringt und ich sage, yes, da habe ich voll Bock drauf. Und im Anschluss darauf ist es wichtig, deine Autorität zu befragen. Es gibt im Human Design 7 verschiedene Autoritäten, 7 verschiedene Arten, Entscheidungen zu treffen. Und je nachdem, welche Autorität du bist, es gibt zum Beispiel die emotionale Autorität, da geht es dann darum, wirklich in deine Gefühle einzutauchen und emotionale Klarheit zu bekommen, eine Nacht drüber zu schlafen, bis du keine emotionalen Höhen oder Tiefen mehr hast und dann erst eine Entscheidung zu treffen, die für dich dann im Einklang mit dir ist. Gerade als Generator ist es wichtig, weil du so eine kostbare Energie hast und die auch gerne nach außen gibst, dass du guckst, ob es ein klares Ja ist. Denn als Generator passiert es schnell, das ist auch so ein Schatten vom Generator, dass der Generator seine Energie in etwas einsetzt, das ist so, drückt aufs Gas, fährt los und ab geht die Post. Aber dann fällt es total schwer, wieder auf die Bremse zu drücken, wenn es eben nicht das Richtige war. Die Aura vom Generator ist offen und einnehmend, das heißt, andere werden automatisch von deiner kraftvollen Energie angezogen. Hier ist es wichtig, dass du gute innere und äußere Grenzen hast. Das Schattenthema vom Generator ist auch People-Pleasing, also es anderen recht machen zu wollen. Und deshalb ist es nochmal umso wichtiger, Klarheit zu bekommen, was ist wichtig für dich und Klarheit, wo willst du deine Energie wirklich, wirklich reingeben. Du merkst ziemlich schnell, ob du eine Befriedigung in dem hast, was du tust. Das ist dann die Signaturemotion der Befriedigung, ob du die spürst oder ob du frustriert bist. Und das ist dann die niedrig schwingende Frequenz, wenn du nicht nach deinem wahren Selbst handelst. Dann fühlst du viel Frustration. Zu bekannten Generatoren gehören zum Beispiel Madonna, Richard Branson, Ronaldo. Ich finde es immer ganz gut, sich so auch andere Menschen anzugucken in ihren Designs, weil dann sieht man schon den Unterschied in der Energie von denen. Ein zweiter Energietyp ist der manifestierende Generator. Das ist eine Mischung quasi aus dem Manifestor und dem Generator. Und der gehört eigentlich zum Typ Generator. Also rein klassisch gesehen ist es ein Typ, aber ich finde, es macht Sinn, die auseinander zu klambüstern, weil manifestierende Generatoren doch noch ein bisschen anders funktionieren. Denn bei denen ist es so, dass sie die haben immer eine definierte Kehle. Es gibt auch Generatoren mit definierter Kehle. Aber was die manifestierenden Generatoren auszeichnet, ist, dass du eine Verbindung vom Sakralzentrum zur Kehle hast. Das bedeutet, die können schneller initiieren oder beziehungsweise haben auch die Möglichkeit, schneller zu initiieren. Für die ist es aber auch wichtig, wenn du manifestierender Generator bist, dann hast du viel Energie, viel sakrale Energie. Du hast viel Energie für die Umsetzung und du hast viele Interessen. Und als manifestierender Generator ist es sehr hilfreich, wenn du dir erlaubst, diesen verschiedenen Dingen nachzugehen. Manchmal hat man ja gelernt, du musst dich auf eine Sache fokussieren. Für manifestierende Generatoren ist es, fokussiere dich auf die Dinge, die dir Freude bringen. Auch bei den manifestierenden Generatoren ist die gleiche Strategie wie bei Generatoren. Das heißt, das Reagieren auf die Welt, ja, das Antworten auf die Welt und dann eben auch das Handeln nach der Autorität. Als manifestierender Generator ist es hilfreich, genau wie als Generator, wenn du jemanden in deinem Umfeld hast, der Ja- und Nein-Fragen stellt und du mehr und mehr lernst, was deine authentische Antwort ist. Also diese sakrale Power
zu lernen, wahrzunehmen. Was ist ein Ja? Und wenn es kein klares Ja ist, manchmal ist das ja auch unsicher, dann heißt es nicht jetzt. Du kannst dir selbstverständlich auch selbst die Frage stellen, ist es ein klares Ja? Will ich das? Ja oder nein? Je eindeutiger die Fragestellung, desto leichter kannst du eine klare Antwort darauf finden. Als manifestierender Generator ist es noch wichtig zu verstehen, dass du nicht hier bist, um den konventionellen Weg zu gehen. Also als manifestierender Generator nimmst du gerne schnelle Abkürzungen, also Abkürzungen und dadurch einen schnelleren Weg. Also 2 bis 3 Treppenstufen als eine nach der anderen. Und das ist genau richtig. Also das, wenn du dich so bewegst, dann bist du voll in deiner Energie. Und deshalb ist es wichtig, eben nicht so sehr auf das Außen zu hören, wenn die dann sagen, ja, du musst jetzt zum Beispiel, wenn du eine Schritt-für-Schritt-Anleitung bekommst, erst 1, dann 2, dann 3, dann 4, aber du denkst so, nein, also für mich macht das keinen Sinn, ich gehe gleich auf Step 3, das ist für mich viel plausibler, dann ist das genau dein Weg. Und da ist es halt echt wichtig, dann nach innen zu gucken, deinen Weg zu finden, darauf zu vertrauen, dass du hier bist, neue Wege zu entdecken und Abkürzungen zu gehen. Berühmte MGs sind Tony Robbins, das merkt man auch so, und Mutter Teresa habe ich gefunden, das fand ich spannend. Dann kommen wir zum Projektor. Projektoren gibt es ungefähr 20% in unserer Gesellschaft und als Projektor hast du eine ganz besondere Energie, hat ja jeder, aber als Projektor wirst du gesehen und Menschen werden auf dich und deine besondere Energie aufmerksam. Als Projektor gehörst du zu dem sogenannten Nicht-Energie-Typ und das bedeutet, dass du keinen beständigen Zugang zu deiner Lebensenergie hast. Was aber nicht bedeutet, dass du weniger erreichst und erschaffen kannst als die anderen Typen. Also Barack Obama zum Beispiel ist auch ein Projektor. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, David Goggins. Und auch eine meiner Lehrer, Yoga-Lehrer Sharon Gannon, die ist auch Projektorin. Das merkt man auch total an ihrer Sicht der Dinge und auch an ihrer Energie. Also du nutzt deine Energie nur auf andere Weise als die anderen Typen. Du bist hier, um die sakrale Energie von Generatoren und MGs zu lenken und zu leiten. Und das Gute ist, du wirst als Projektor bemerkt. Allerdings ist dein allergrößter Schmerz, dass du nicht gesehen wirst und dein Wert nicht anerkannt wird. Du hast eine natürliche Leitungs- und Führungsqualität. Allerdings ist es wichtig, dass du auf diese Einladung wartest. Und das bedeutet aber jetzt nicht, dass du zu Hause sitzt und wartest, dass was passiert, sondern im Gegenteil, du musst ja gesehen werden, damit dich jemand einladen kann oder auf dich aufmerksam werden kann. Du musst dich ins Gespräch bringen, du musst schon da sein, sonst kann nichts passieren. Also das ist wichtig, als Projektor auch in die Sichtbarkeit zu gehen und auch da zu sein. Die Einladung muss auch nicht verbal ausgesprochen werden. Das ist ja häufig, dass man dann denkt, ja, muss ich jetzt eingeladen werden? Nee, musst du nicht. Also es kann auch ein Blick mit den Augen sein. Die Emotionen des Projektors in seinem wahren Selbst, so die Signaturemotionen des Projektors, ist, dass er sich erfolgreich und anerkannt fühlt. Und wenn du nicht nach deiner Strategie und Autorität handelst, fühlst du Bitterkeit. Und die Strategie eben ist ja auf Einladung warten. Deine Aura als Projektor ist fokussierend und absorbierend. Und für dich ist es wichtig, dich vom Leistungsgedanken und auch von dem Vergleich mit Generatoren zu distanzieren. Zu bekannten Projektoren gehören Angela Merkel, Mick Jagger, das ist auch total spannend, weil ich habe mal seine Biografie gelesen und der war auf der Bühne immer total präsent und energetisch, aber wenn du dir anguckst, wie sein Lebensweg ist, dann ist er ganz viel eingeladen worden.
dann ist ganz viel zu ihm gekommen. Wichtig als Projektor ist zu merken, wann du Dinge tust, die dich auslaugen und mehr darauf zu achten, die Dinge effektiv zu gestalten. Die Frage ist ja auch immer, also wenn ich so einen David Goggins sehe, der da 8 Stunden am Tag läuft oder wie viel auch immer, der ist ja trotzdem voll in seiner Energie. Das heißt, aus welcher, und das hatte ich in einer der letzten Folgen schon gesagt, aus welcher Intention heraus kommt das und kommt das aus diesem Mangel, ich muss jetzt mithalten, oder kommt das aus einer Wahl? Habe ich das Gefühl, ich muss viel Energie generieren, die ich vielleicht gar nicht habe? Oder verbinde ich mich mit meiner authentischen Energie und erschaffe dadurch das, was ich möchte? Dann gibt es die Manifestoren. Das sind ungefähr 8% der Bevölkerung. Als Manifestor ist deine Aura geschlossen und abweisend. Als Manifestor bist du ein kreatives Kraftpaket und du gilt, also Manifestoren gelten wie Generatoren und manifestierende Generatoren als Energietypen. Und das sind die einzigen Typen im Human Design, die aus sich heraus initiieren. Also die hier sind, um aus sich heraus zu initiieren. Das bedeutet, dass wenn du im Einklang mit deiner Strategie bist und deiner Autorität, du loslegen kannst. Und häufig haben Manifestoren auch Visionen und sind halt Visionäre und Leute, die was Neues kreieren wollen. Und dann ist es wichtig, loszugehen. Du bist dafür hier, genau die richtigen Leute anzuziehen und die Leute, die eben nicht richtig für dich sind, sozusagen abpellen zu lassen. Und der Mut besteht darin, dass du dir wirklich vertraust, dass du wirklich auf dich und deine Autorität hörst und dich nicht an anderen Menschen orientierst. Was ganz wichtig ist für einen Manifestor, das betrifft auch den manifestierenden Generator, dass du Menschen in deinem Umfeld informierst, bevor du agierst. Weil die kommen sonst nicht mit. Die denken so, hä, was macht der denn schon wieder? Die Signaturemotion vom Manifestor ist Frieden. Und die Not-Self Frequenz ist Wut. Also kannst du da auch gucken am Tag, ja, wo fühlst du wirklich einen inneren Frieden und wann merkst du eigentlich, dass dich Dinge total wütend machen, um zu gucken, okay, was habe ich da gemacht, wo bin ich da lang gegangen? Bekannte Manifestoren sind Arnold Schwarzenegger, Frida Kahlo, Jennifer Aniston. Ich finde, bei der merkt man das auch total. Zum Schluss die Reflektoren. Die Reflektoren sind nur 1% der Bevölkerung. Als Reflektor hast du kein Zentrum definiert und eine resistente, probierende Aura. Du hast kein Energie- oder Bewusstseinszentrum definiert, was dich wie ein, also das macht dich zu so einem karmischen Spiegel der Gesellschaft. Andere sehen sich selbst in dir. Du spiegelst den anderen wieder. Du bist empathisch und wichtig für dich ist zu erkennen, welches deine eigenen Energien sind und welches die der anderen. Und das findest du gut heraus, indem du Zeit allein oder in der Natur verbringst. Du spiegelst immer den Zustand einer Gemeinschaft wieder und bist eine Quelle von großer Weisheit und eine Quelle großen Wissens. Für Reflektoren ist es wichtig, eine unterstützende Umgebung zu haben und eine Umgebung, in der du dich wohlfühlst, weil du eben sehr empfindsam bist für die Energie, die dich umgibt. Das Nicht-Selbst-Thema vom Reflektor ist Enttäuschung. Also wenn du als Reflektor merkst, du bist immer wieder enttäuscht, dann handelst du entgegen deiner Autorität und Strategie und dann lohnt es sich, wirklich da nochmal einzuchecken. Die positive Emotion ist Überraschung. Wenn du im Einklang mit deinem wahren Selbst lebst, dann bist du in einer guten Energie und identifizierst dich nicht mehr so viel mit den falschen Dingen, sondern eher richtest dich eher noch dieser freudigen Überraschung aus. Und ich hatte mal eine Reflektorin im Reading und die hat auch gesagt danach, das war für sie so gut zu sehen, also wirklich diesen Abstand zu kriegen, was bin ich
und was gehört eigentlich gar nicht zu mir? Und dann zu entscheiden, wie reagiere ich darauf? Ist auch spannend zu gucken, bekannte Reflektoren, Sandra Bullock, und das war auch so ein Fall, wo ich dachte, ah, da gucke ich mal nach, was die für ein Human Design hat, weil es mich einfach interessiert hat. Das war Amma. Das ist ja diese indische, ja, kann man sagen, Heilige, die Menschen 24 Stunden umarmt, ja, und also wirklich die viel Energie auch hat. Weil das höre ich auch oft, dass gesagt wird, Reflektoren haben keine Energie. Das stimmt nicht. Die haben Energie. Nur weil du keine Zentren definiert hast, heißt es ja nicht, dass du keine Energie hast. Und bei Amma habe ich so gedacht, Mensch, die reflektiert den Menschen diesen hohen Zustand von Liebe. Und wahrscheinlich, weil sie mehr Liebe in die Welt bringen will. Das fand ich ganz schön zu sehen. Also, die ist auch Reflektor und die Leute kommen zu ihr, um umarmt zu werden. Und ja, sie überträgt da so das wahre Selbst an die Menschen. Sie spiegelt denen das wieder. So, das Spannende, wenn du deinen Human Design Typ kennst, ist wirklich zu gucken, wie kann ich diese Energie noch mehr verkörpern? Wie kann ich noch mehr gucken, dass ich aus diesem Not-Self rauskomme und wirklich meine Einzigartigkeit lebe? Und häufig ist es eben das, was dieser Dekonditionierungsprozess im Human Design ist. Und ich kenne das auch selber. Es ist wirklich dieser Schritt aus dem Kopf raus. Es ist der Schritt aus dem Denken raus. Und sich wirklich wieder damit in dieses Vertrauen zu gehen, dass du so wie du bist genau richtig bist. Und dass du in dir alles hast, wie so einen Körperkompass hast, der dich in die richtige Richtung lenkt, wenn du dem folgst. Das musst du natürlich dann tun. Und im Human Design, da gibt es den magnetischen Monopol. Und der magnetische Monopol sitzt im Selbst. Und der ist sozusagen mit deiner Herzensenergie, mit deinem wahren Selbst verbunden. Und der lenkt dich durchs Leben und bringt dich automatisch zu den Dingen, die für dich bestimmt sind, wenn du ihnen folgst. Und das gilt für alle Typen. Also egal welcher Typ, alle haben den magnetischen Monopol. Dann kommen die Dinge, dann fallen die Dinge an ihren Platz. Und den ersten Schritt, den du tun kannst, ist wirklich immer wieder zu gucken, wo lebe ich meine Signaturemotionen und wo nicht? Und wo kann ich mich wieder mehr in die Richtung bewegen? Ja, wo kann ich wieder mehr in diese Richtung gehen, damit das wieder mehr wird? Und Dekonditionierung ist es deshalb, weil du es nicht gewohnt bist. Weil du gewohnt bist, wahrscheinlich den Stimmen im Kopf zu folgen. Und da umzusteigen, ist total wertvoll. So, ich hoffe, dass du ganz viel mitgenommen hast aus dieser Folge. Vielleicht kennst du auch schon dein Human Design und ja, vielen Dank, dass du dabei warst. Und wenn wir in unserer Kraft sind, ist die Welt in ihrer Kraft. Und ich freue mich auf dich. Bis nächste Woche im Empowered Life Podcast.